Wir sind fast bei der Singularität. Demichev glaubt, das ZMG, das sie tragen, kann eingesetzt werden, um sie einzudämmen. Er irrt sich. Wie kann Demichev nur glauben, so etwas könnte man kontrollieren? Wir müssen dorthin, ehe Demichev uns stoppen kann. Ist dieses Gebiet das Zentrum der Zeitstörungen? In die Gegenwart sickert. Wir können nicht hinbleiben. Demichev kommt näher. Diese Störungen sehen aus, als würden sie den eigentlichen Zeitfluss ändern. Vorsichtig, Captain! Dieser Mutant sieht irgendwie anders aus. Hat die Zeit diese Kreaturen etwa noch mehr verändert? Passen Sie auf, Captain. Die Zeitrisse wirken sich stark auf die Vegetation aus.
Wir müssen näher ans Epizentrum. Die Zeit selbst wird ausgehebelt. Die Zeit wird knapp. Wir müssen uns aufteilen. Ich bleibe hier und bereite die Ausrüstung vor, während Sie in mein Labor gehen. Ich habe an einer Verbesserung des ZMGs gearbeitet, die erlaubt, mit Hilfe der Singularität einen Zeitriss zu schaffen. Dann müssen Sie zurück nach 1955 und die Zeitachse korrigieren. Gehen Sie, Captain. Finden Sie mein altes Labor. Darin ist eine Verbesserung für das ZMG, an der ich gearbeitet habe. Aufzeichnungen von Dr. Barisov. Katorga 12 ist einfach eine unglaubliche Anlage. Ich kann es kaum erwarten, die Forschungen an E99 zu beginnen, aber noch interessanter finde ich es, mit Dr. Demitschew zusammenarbeiten zu können. Seine Theorien zur Quantenphysik sind bahnbrechend. Gemeinsam erreichen wir sicher Großartiges. Das sind die Audioaufzeichnungen von Dr. Barisov. Ich werde das Gefühl
gewusst, dass Dr. Demichev mir das ZRG immer noch abnehmen will. Also habe ich es in der E99-Höhle unterhalb des Labors versteckt. Die Strahlung des Mineralvorkommens dort wird die Energiesignatur des Gerätes überlagern. Was auch geschieht, Demichev darf meine Arbeit nicht in die Hände bekommen. ZMG-Station und kehren Sie so schnell es geht zum Singularitätsreaktor zurück. Ich bin jetzt dort. Warten Sie, bis Sie sie sehen, Renko. Nach all den Jahren ist sie immer noch voller Energie. Aufzeichnungen von Dr. Barisov. Es reicht. Heute erfuhr ich, dass Demichev plant, in mein Labor zu stürmen und sich das ZMG mit Gewalt zu nehmen. Ich habe alle Kollegen davor gewarnt, ihm dabei zu helfen. Ich will mir gar nicht erst vorstellen, was für verrückte Experimente er mit dem ZMG durchführen wird. Thank you.
Thank you.